Moin Leute, wir sind's wieder, Lars und Mane von der Metalcore-Band Malfoy. Und heute reacten wir auf das neue Video von Titus Turnt, nämlich Far From Reality. Das ist der neue Song von den Jungs von Titus Turnt. Und unter anderem hat da auch unser Producer, der liebe Timo, dran mitgewirkt. Die Hauptproducer waren Sören von Klangeis Studio. Und daher sind wir sehr gespannt, wie sich deren Sound vielleicht nochmal entwickelt hat zu der letzten Single Cave. Und die fand ich persönlich ziemlich geil. Was hast du zu der letzten Single zu sagen? Also die letzte Single war ja auch der erste Release mit dem neuen Sänger und die war genau. Auf jeden Fall sehr geil. Und was ich auch richtig geil fand, war, dass Dennis Clean Vocals gemacht hat. Ja. Und gerade deshalb bin ich jetzt noch mehr gespannt auf den neuen Track, weil, wie Lars eben schon gesagt hat, Timo hat mitgearbeitet an dem Track und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Dennis und Timo zusammen an den Clean Vocals ein bisschen gefeilt und da gearbeitet. Und ich bin mega gespannt, was da rausgekommen ist. Frederik Gieselbach hat auch mitgearbeitet. Den haben wir auch schon ein paar Mal getroffen auf ein paar Konzerten. Das war auch immer der Live-Mischer von Nior, meine ich. Und sind auf jeden Fall ein paar coole Namen dabei. Und wir sind sehr gespannt, was da draus geworden ist. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir nicht mehr so viele Worte, sondern gucken direkt mal rein. So. Okay, wir haben hier einen Visualizer. Okay, aber geht direkt los. Sieht aber schon sehr high quality aus, ey. Wo ist das, im Harz oder so? Sieht aus wie im Harz. Könnte sein, die kommen aus Salzgitter, glaube ich, die Jungs, ne? Ja. Ist ja nicht so weit weg vom Harz. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Könnte auch ein Musikvideo sein, so vom Look her. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, nicht im Harz, oder? Das wüsste ich, wenn es sowas im Harz gibt, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Könnte auch Stock-Footage sein. Aber um auf den Song zu sprechen zu kommen, ging direkt geil rein. Direkt super geile Screams. Von den Gitarren her, glaube ich, ziemlich technical, also könnte ich wahrscheinlich nicht spielen, aber das kennt man ja von Titus Turnt. Ja, safe. Die sind auch einfach krass, die Jungs. Also was Dennis da auch an der Gitarre macht, ist ja echt krank. Ja. Okay, ich dachte jetzt erst, kommt schon die Hook. Ja, hätte ich auch gedacht. Oh. Da sind sie. Geil. Mega. Ja, sehr geil, ey. Sehr geil. Ja, fand ich ziemlich stark. Ziemlich stark, ey. Also auf jeden Fall auch nochmal eine Weiterentwicklung zu Cave In, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Ich möchte irgendwie aber doch auch wissen, wo dieser Wasserfall ist. In den Strophen gibt mir das aber auch so einen richtig schönen alten Metalcore-Vibe so. Ja. Also trotzdem mit einem geilen, modernen Sound, auch so die Backings, die man im Hintergrund hört, auch wieder mega geil. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich geile Variante, wenn man kein ganzes Musikvideo macht, das einfach mit so einem super ästhetischen Visualizer rüberzubringen, wo man dann irgendwie einfach nur die Lyrics einblendet, aber einfach irgendwie geiles Footage. Ja, safe. Also weil es ist jetzt nicht langweilig anzugucken. Nee, überhaupt nicht. Passt doch irgendwie so zu diesem, dem Song allgemein, so dieser blau-grüne Vibe hier. Oh, was kommt hier? Okay. Nochmal was ganz anderes, aber fügt sich ziemlich gut ein. Gut, auch einfach mal auf den harten Breakdown verzichtet, auch nicht schlecht. Ja.
Ja, okay, geil. Also war jetzt wirklich anders auch der gesamte Track, als ich erst gedacht hätte. Ja. Aber echt eine coole Nummer auf jeden Fall. Die Clean-Gesänge waren sehr geil. Ja, mega. Also wie gesagt, auf jeden Fall auch nochmal anders als Calvin. Ja, auf jeden Fall. Der auch schon echt stark war, aber ich finde, man hört auf jeden Fall, dass da nochmal ordentlich Arbeit reingeflossen ist. Ja, auf jeden Fall. Sinne natürlich. Auf jeden Fall. Und ja, ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Ich finde es ein sehr ästhetisches Video, aber da kennt man die Jungs ja auch nicht anders, dass sie immer sehr, ja, einen sehr starken visuellen Auftritt haben. Ja, und, ja. Ja, von daher, ich bin sehr begeistert. Krass, wenn man bedenkt, dass die Jungs auch nur zu viert sind, ne? Ja. Also, das ist echt, was Dennis dann da jetzt abliefert, zusätzlich zum Gitarrenspiel, dann jetzt auch noch diese Vocals damit rauszuhauen. Also, richtig, richtig fett. Also, bis jetzt auf jeden Fall noch sehr, sehr underrated. Ja. das hat auf jeden Fall viel mehr Klicks verdient. Geht da safe, geht da rüber. Und spammt in die Kommentare voll, lasst ein Abo da. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, die Jungs werden jetzt regelmäßiger wieder neuen Kram droppen. Die hatten ja eine relativ lange Pause. Und jetzt mit dem neuen Sänger, die neuen Songs, die machen echt Bock auf mehr. Ja, definitiv. Ich hoffe, dass man vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen kann. Dass man überhaupt mal wieder auf einer Bühne stehen kann, wäre ein Träumchen. Aber gerade mit Tide is Turned, das ist schon zu lange her. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wir freuen uns auf weitere Reaction-Videos. Auf jeden Fall.